Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Oder den Wunderschönen bei einem weiteren Part. Ich glaube, Part 23 ist es. Total War Warhammer 3 Immortal Empires mit dem Imperator. In the name of Magnus. In the name of Magnus. Genau, Karl Franz steht gerade hier in den Ödlanden. Wir sind ein bisschen zu Kohle gekommen, indem wir den Zwergen diese Siedlungen hier verkauft haben. Dok Karas und Barak Var. Wir sind da jetzt noch im Krieg mit den Schorfaugen. Sprich, wir können da gerne noch ein bisschen weiter marschieren. Nach Eckrund könnte man genauso weiterziehen. Mit den Haarknoten haben wir aber keinen Beef, oder? Nein, mit denen haben wir auch Stress. Haarknoten, Schorfaugen, blutige Hand. Wie schaut's denn aus? Ja, die sind alle schon relativ down. Minus 600. Geil. Jo, da können wir auf jeden Fall nur ein bisschen weitermachen. Also falls wir uns da hier in Estalia oder hier gegen die Skaven, falls wir uns da einschalten wollen, brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um die Armee von Karl Franz umzugruppieren. Genau, in der nächsten Runde können wir hier die Kanonen zumindest schon mal bauen. Und gegen die Skaven möchte ich auf jeden Fall Dampfpanzer haben. Gegen die Skaven respektive gegen Sartosa. Falls wir uns mit denen noch anlegen wollen. Dafür ist die Armee noch ein bisschen ungeeignet, weil Sartosa zerballert uns da. Na gut, da haben wir schon Kanonen, aber zumindest ein bisschen Piu-Piu. So ein, zwei Dampfpanzer wären ganz nett. Vielleicht einmal ein Luminarium. Mit einem Luminarium habe ich ebenfalls noch nie gespielt. Ja, wird dann das übliche Thema, inwiefern wir unsere Armee hier umgruppieren. Was wir stattdessen rausnehmen. Vielleicht einen Armbrustschützen raus und stattdessen einen Dampfpanzer. Ja. Wobei 33 Geschossstärke ist mittlerweile auch schon stark. Ich glaube, angefangen haben sie bei 20 oder sowas. Kannst du? Okay, kannst du nicht. Dann geh irgendwo hier, wo du leveln kannst. Leveln, leveln, looten und leveln. So, was wird man mit dir? Genau, mit dir wird man den verfolgen, glaube ich, ne? Genau, mit Balthasar wollten wir Richtung Sylvania. Weil wir vermutlich bald Krieg mit Draika bekommen werden. Minus 128, es wird bald passieren. Es möge bald passieren. Jo, deswegen rennst du Richtung Sylvania. Genau, und du, der Wiegel, musst noch ein bisschen warten. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Kanonen. Dazu. Und Bihandkämpfer. Zumindest zwei Bihandkämpfer noch. Du bist der Erzlektor. Ah, Bombardement. Aber sonst ist der zaubermäßig eher schlecht aufgestellt. Ja, aber dann können wir ja eigentlich nur einen Zauberer rekrutieren, ne? Wir sollten eh noch ein bisschen. Wir haben ja die kurzen Siegbedingungen schon erfüllt, deswegen sollten wir eh noch ein bisschen. Ja, genau. Limit haben für Zauberer.
Was wollen wir denn haben, Schönes? Ein Feuertypen. Ein Himmelszauberer. Oder gar ein Lichtmenschen. Majestätisch ist gut. Den Ralphie Lane, den nehmen wir. Genau, und du kommst zum Wiggle in die Armee. Ja, 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 ja. Dann Mr. Franz. Weil wir dann da ja Verschleiß fressen, ne? Ja, okay, aber nicht überall. Man, Blödsinn, das ist ja nur die gleiche Provinz. Ja, ist klar, dass wir da keinen Verschleiß kriegen. Ist vollkommen in Ordnung. Gut, und der Wiggle muss noch warten. Ah, Niedling. Ja. Gack auf Niedling. Was machen wir mit dir? Naja. Leveln und so. Ja, mir ist schon egal. Speichern wir noch einmal. Übrigens, falls ich gerade ein bisschen anders klinge als normalerweise, das liegt daran, weil ich kürzlich dieser Woche ein neues Mikrofon besorgt habe. Zusätzlich zu unserem alten. Ich habe ja schon ein bisschen herumprobiert, ein bisschen herumexperimentiert und ein Testvideo davon steht auch schon online. Also wenn ihr das hier seht, steht das Testvideo schon online. Ich habe nämlich einfach zum Ausprobieren gestern mit einer Questschlacht aufgerufen übers Hauptmenü. Kann man ja die Questschlachten nachspielen. Und ja, deswegen habe ich mir einfach eine Questschlacht von Thorgrim rausgesucht, einfach so aufs Geratewohl und das mal auszutesten. Und heute ist jetzt Sonntag und ich habe mir gedacht, schauen wir gleich mal, nehmen wir gleich mal ein bisschen was auf mit dem neuen Mikrofon. Einfach so zum Testen, zum Ausprobieren, wie das Ganze so tut. Der Hintergrund ist so ein bisschen der, mein liebster Lieblingskollege und ich, Rock. Grüße geht raus an den lieben Rock. Wir werden uns ein bisschen aufteilen, dass jeder von uns ein Mikrofon hat. Deswegen war ich unterwegs, derer Wochen in Zwerndorf. Und hab mir was besorgt. Gut. Der war die Verstärkung, okay. Verstehe. So, wo ist die Provinzgrenze? Gegen 103. Ein Kriegswagen mit Höllenfeuer-Salvenkanonen klingt ja auch geil. Und ist auch ziemlich geldteuer. Ja, komm.
Wir werden genug Verluste machen. Holen wir noch so einen Trash-Schwertkämpfer. Ist in Ordnung. Gut. Kannst du jetzt? Okay, da kannst du nicht. Du kommst einfach einmal da dran. Das holen wir uns in der nächsten Runde. Genau, da ist der Wiggy. Champion of the Faith. Holt sich. Was haben wir gesagt? Eigentlich war der Mörser unnötig. Eigentlich könnte man auf die Höllensturmraketen der fette AG. Komm. Passt schon. Passt schon. Ja, und wenn wir eh zwei Runden warten müssen, ist zwar teuer. Ja, das dauert noch, bis wir da das Dreiergebäude reinsetzen können. Ist zwar teuer, aber ist jetzt in Ordnung so. Dann kommst du dazu. Und dann hätten wir unsere nächste Fullstack zusammen. Phantasmo. Ja, ein bisschen dauert es noch. Es wäre ganz schön, wenn wir die neue Fullstack da noch dazu ziehen könnten, bevor wir da loslegen. Was wollte man mit dir noch machen? Ich sehe auch gerade, dass du noch einen Platz frei hast. Eigentlich nur ein Helipadier, ne? Ist zwar jetzt teuer, aber wird sich lohnen. Militärischer Zugang mit Kostaltin, na bitte sehr. Dann bitte sehr. Ja, sarap. Du darfst dich mal erholen. Ja, Niedling, kack's drauf. Yes, my lord. Du. Let us move. Jo. Gut. Dann kommt die nächste Action auf jeden Fall dann, wenn wir mit Durtu unseren Stress kriegen. Nicht mit Durtu. Mit Durtu haben wir schon Stress gehabt. Mit Dryker. Viele Namen zu merken und so, ne? Aber ist ja auch kein Wunder bei so vielen Fraktionen. Ne? Und was weiß man, was noch dazukommt, wenn die nächsten Völker sich einstellen, ob dann irgendwann, das wird sich sicher ausgehen, vom Start weg hat ja Immortal Empires 275, glaube ich, waren es. Es wird sich sicher ausgehen, dass wir dann auf 300 kommen. Okay. Das Ganze kommt jetzt ein bisschen zu früh für mich.
so zwei, drei Runden zu früh. Aber ja, natürlich, das Bündnis mit Karas Akarak werden wir deswegen jetzt nicht auflösen. Vor allem, weil eh, wie gesagt, der Krieg mit denen vor der Tür steht, wenn man sich das hier so anschaut. Ist ein bisschen schade, weil es, wie gesagt, ein bisschen früh ist, aber machen wir. Und wahrscheinlich danken uns die Zwerge das dann so, indem dann nachher voll der Groll ausgelöst wird, ne? Vor die Endgame-Events. So werden sie es uns danken, die Gfrasta. Und schauen, wer da gleich ist. Ah. Dreiker höchst selbst. Riesenspinnen, ich find's grandios. Ja, komm, keine Chance. Welcome, brothers, from across the Grey Mountain. Nope. Den Spaß können sie die Bretonen untereinander ausmachen, wie sie mit Grom verfahren sollen. Okay, er hat aber nur niedergerissen oder nur geplündert. Nicht niedergerissen, genau. Das dauert halt jetzt. Dann machen wir das anders. Da hätten wir dieses Luminarium. Man ist halt arschteuer. Oder diesen Kriegswagen. Die Geschossstärke ist halt jenseitig, ne? Dafür ist das Ding im Nahkampf aber echt frei wild. Oh gut, schauen wir mal. Ich bin ein bisschen neugierig, muss ich gestehen. Ich habe mit Luminarien eigentlich... Ich hätte jetzt keine Erinnerung dran. Also, damals in Warhammer 1 nicht. In Warhammer 1 war die erste Kampagne, die ich gespielt habe, natürlich auf jeden Fall schon mit Karl Franz, das ist klar. Ist ja auch die Einstiegskampagne. Aber... Dass ich tatsächlich mit Luminarien, genau, zu Luminarien bin ich damals nicht mehr gekommen. Es ist sie nicht mehr ausgegangen. Von daher weiß ich nicht so genau. Riskieren wir es einfach mal. Ja, dann werden wir Oberststier vermutlich noch verlieren, denke ich mal. Außer er marschiert vorbei. Kann natürlich sein. Oder er greift bei Niedling zu. Kann er auch gerne machen. Auf jeden Fall zum Ausbauen. Da könnte man auf Demigreifen schon gehen. Wäre natürlich interessant. Machen wir die hohen Mauern für Pfeildorf. Okay, dann nächster Schritt.
Flachmänner. Orkmoschers, du bist ein Boss. Windorks, Spickerschützen, Gobos. Ein paar von diesen Spezialdingen. Ein paar Jungs, ein paar Gobos, ein paar Nachgoblin-Bogenschützen. Und natürlich halt Wusak. Und ein bisschen Garnison. Wir machen mal einen Speicherer. Fangen wir mal einfach mal gemütlich an. Wir machen einen Speicherer mal so zum warm werden mit der Situation. So gegen den ersten Schock, dass bald eine ziemlich interessante Schlacht bevorstehen wird. Und dann hupfen wir rein ins Vergnügen. Okay. 2 Minuten, die Siedlungsgarnison dürfte gleich da sein. Also vermutlich wird er sie mit der Siedlungsgarnison aufstellen. Und die 2 kommen dann dazu. Artillerie. Oder die eine Einheit, Steinschleudas. Ja, und das ist halt Wusak. Wie gut oder wie schlecht der im direkten Kampf zu down zu kriegen ist, wüsste ich jetzt nicht. Aber wir gönnen uns einfach einmal ein bisschen Action. Action. T-S-C-H-N. Der hat aber wahrscheinlich ein paar recht fiese Zauber drauf, ne? War das nicht Wusak? Ich glaube, Wusak hat doch so einen Stampfzauber, wo sie irgendwie so eine Riese kurz materialisiert und dann einmal in die eigenen Einheiten einstampft. Irgendwie so war das, glaube ich. Aber hey, vielleicht können wir Teil und Herrscher, vielleicht kriegen wir das hin in diese 1,40, dass wir die Garnison und ihn vorher ausschalten. Könnte sich machen lassen. Aber es ist eh gut, dass er sich stellt, sonst darf man das Spielchen nur ewig weiterspielen. So quasi, er erobert uns Migdal unterm Arsch weg. Dann schickt man eine Armee hin zum Zurückholen. Und vor der Armee flüchtet er dann. Dann nehmen wir es wieder ein und dann gehen wir mit der Armee wieder weg. Dann kommt er wieder und nimmt es wieder ein. Also so können wir dieses Spielchen ein bisschen beenden. Jo, vielleicht spielen wir das auch nochmal mit den Grünen heute. Was weiß man, die werden vielleicht dann ja auch noch irgendwann dran kommen für ein weiteres Update. Okay, also. Vielleicht einmal anders. Stellen wir die mal in die erste Reihe. Ich würde nämlich wirklich davon ausgehen, okay, der steht da alleine. Eigentlich hätte man doch, der kriegt die Siedlungs... Okay, kriegt er gar nicht. Die brauchen auch 2 Minuten, also ist das Siedlungsgarnison. Ja, ja, ja. Okay. Dann war es eigentlich trotzdem ganz gut, dass wir vorstürmen und uns hier diesen Hügel sichern.
Ja, du hörst auf jeden Fall mal auf zum Ballern. Dass wir dann den Geländevorteil haben. Seelenraub, genau, das brauchen wir gegen ihn. Ihr galoppiert, du galoppierst und ihr marschiert. Mhm, da wird schon ordentlich gezaubert. Macht das anders. Die buff den einmal. Weg mit dem Rüstungswert. Naja, geht eh halbwegs gut. Naja, was soll man sagen? So, wir stellen uns mal auf. Dann kommt sie hier dazu. So, jetzt könnte man das schon beenden. Die Frage ist, wollen wir das? Ich würde trotzdem sagen, nein. Wir warten einfach auf seine Verstärkung. Das so ein bisschen aufzuteilen, glaube ich, hätte sie nur ein bisschen mehr gebracht, wenn er wirklich die Siedlungsgarnison zur Verfügung gehabt hätte. Dann hätte man das auf zwei Runden aufteilen können, so ein bisschen häppchenweises Vernichten seiner Einheiten. Das zahlt sich aber nicht so wirklich aus, wenn es nur er ist. Ne? Hätte ich jetzt einmal gesagt. Was zum Geier. Naja. Kannst du schon baller mal auf die Wildorks. So, sorry, stopp nochmal. Es sind einfach zu viele Zauber. Nicht, dass man es irgendwie merken könnte. Das war gefehlt. Das war gefehlt, leider. Okay, das hat aber funktioniert. Ah doch, die trifft. Zumindest ein bisschen. Die Nachtgobus. Irgendwie. Okay, jetzt seid ihr schon da. So, dann kommst du dazu und wirst ein bisschen irgendwas Böses machen. Oder auch nicht. Ah doch, 10. Das kostet 18, die Purpursonne. Stark gegen einzelne Kämpfer. Genau, dann machst du nochmal einen Seelenraub am Wusak. Wusa. Ja, genau das meine ich.
Genau diese Aktion. Auf die Kabus. Auf die Bogenschützen. Okay, du denkst schon. Yes. No. Our orders. Our friends. Okay, die kriegen die Squeak Hoppers, ist in Ordnung. Debuff. Ruf. Zurück. Zurück, wir sind noch nicht Vierte. So, ihr kommt auf jeden Fall wieder dazu. Seit wann machen die Kavallerie weg? Was ist denn das? Das ist vielleicht weniger intelligent. Ja, was macht man mit dem angebrochenen Ding noch? Wahrscheinlich nichts mehr, ne? Ja. So ganz verstehe ich es nicht, wieso die Kavallerie da so ablust. Komm, geh los, geh drauf am Busack. Komm, mitten eine. Mitten eine. Ja, push mal ein bisschen. Scheiß. Scheiß. Drauf. Aber ich glaube, ich habe fünfmal gesagt, dass ihr da zurück sollt. So, du nimmst jetzt meinen Busack vor. Und du zauberst nur einmal. Ich meine, gut, es ist halt auch wahr, ne? Also wird sich auch was ausmachen. Ich bin mit den Grünen heute nicht vertraut, was die so für Bonis kriegen. Muss ich auch sagen. Muss ich auch gestehen an der Stelle. Aber die halten mir trotzdem ein bisschen zu viel aus für meinen Geschmack. Ja, komm dazu. Und besser weg. Gut, dann sollte man es ja doch noch kriegen in die Geschichte, ne?
Spearman. Die leben heute noch. Okay, Fernkämpfer haben wir keine mehr sonst. Ja, doch. Doch. Auf die Wildorks. Ja. Doch, die. Die gibt's auch noch. Das macht's ihr. Okay, du bist eher schon beritten. Das passt. Ist halt heftig, ne? Ey, dieses andauernde Stehbleiben. Dieses andauernde Stehbleiben, wenn man denen Befehle gibt. Da gefälligst eine. Gib ihm. Alter, das sind halt Bogenschützen, die machen Kavallerie fertig. Was soll denn das? Was ist denn das? Die ballern gleich wieder. Da komm. Frontaler Charge, das sollte die Geschichte eigentlich regeln. Okay, die gibt's auch noch. Kennt's ihr? Ey, und das ist Stehbleiben. Wir spielen hier auf normal, das ist nicht schwer oder sowas, wo die KI 17.000 Bonis kriegt auf alles Mögliche. Sammeln. Und gleich noch einmal. Ja, das passt. Die rennen. Jetzt haben wir's. Alter Schwede, war das eine Geburt. Meine Herren. Aber hauptsächlich automatisch hätten wir niedrige Verluste gemacht, ne? Alter. Na gut, vermutlich wird es einfach der War gewesen sein und dann auch noch Wusak dabei. Also, ja. Und der da hat ja irgendwas zaubern können. Jo, war aber auf jeden Fall knapp. Hätte ich auch schon ganz kurz kippen gesehen, die Partie. Aber gut, passt schon. Wenn nicht, hat er das überlebt. Wäre aber vielleicht auch anders zum Sagen kommen. Wir stellen den komplett neu auf, der ganze Trash kommt weg. Und wir machen aus dem doch einen ordentlichen General mit einer ordentlichen Armee.
Jo, genau. Hauptsache Rusak lebt noch, ne? What does the Emperor bid? Yeah, it's okay. It's okay. Now? It's in Ordnung. Okay, dann gibt es jetzt vielleicht nur ein bisschen mehr Kohle. Ich speichere das sicherheitshalber noch einmal, weil ich eben versuchen möchte, ob man das wieder Thorgrim verkaufen können, die Siedlung. Geldquelle und so, ne? Alles klar, dann. Das machen wir jetzt automatisch. Dann sollen wir besetzen. Und wir schauen, ob Karasakarak den Steinminenturm gerne hätte. Zwerge, 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 Karas Akark. Steinminenturm. Ja. Ja. Bleiben zwar immer noch 23 über, aber ist egal, es ist eine schöne Finanzspritze, daher nehmen wir das natürlich an. Ich werde mich echt sowas von ärgern, wenn dann voll der Groll kommt. Richtig. Richtig. Der gute Simon. Bram, 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 bram. The nation calls. Okay. Bidam, 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 bidam. Und der Gregor, der Gregor, der Gregor. Hängt natürlich davon ab, was wir mit denen machen, ob wir denen jetzt wirklich noch gescheite Einheiten geben wollen oder nicht. Aber wir könnten dem jetzt auch ein bisschen Fernkampf-Schießpulverzeug geben, ne? Machen wir mal sammeln. Gut, und rekrutieren lokal können wir sowieso nichts, passt schon. Gut, dann bevor wir aussteigen aus dem Part, gut, Altdorf braucht nur lang, bis das soweit ist. Das waren die ständigen Angriffe auf diese zwei Nebensiedlungen. Elmgard. Ja, die Festungen, falls da doch einmal irgendwie Stress mit Grom im Anmarsch ist. Wie schaut's denn aus, lieber Grom? Gut, der hat uns akut ungern. Hat aber auch nicht unbedingt die Möglichkeiten, die Mittelmeer uns irgendwie Stress zu machen. Von daher sollte das schon passen. Die Festung Sol in Richtung Skaven haben wir ausgebaut. Jo, 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 jo. Dann wäre ich fast wirklich dabei zum Sagen. Pfeildorf kriegt eine große Investition.
Und ja, Dotternbach ist okay. Und. Marienburg. Oh ja. Cash Building und so. Cash Building und so, sagst du noch irgendwie. Ein bisschen leveln. Okay. Du Riesenenttäuschung. Oh gut, passt schon. Das soll es für diesen Part gewesen sein. Gaudi haben wir gehabt, das neue Mikrofon haben wir auch ausprobiert. Und mit einer etwas mörderischen Schlacht auch inklusive. Sprich, wir haben wieder alles gehabt. Action, Verwunderung, Belustigung und ja. Was halt so kommt, die typischen Total War-Situationen, wenn man gegen die KI spielt. Beim nächsten Mal wird es weitergehen, wie gesagt, mit dem Krieg gegen die Waldelfen, gegen Draikar. Schauen, dass wir endlich die volle Kontrolle über Sylvania erringen. Der liebe Karl Franz wird in den Ödlanden ein bisschen herumraiden und wir werden schauen, dass wir dann ein bisschen Kohle von den Zwergen abgreifen können. Und ja, dann hätten wir da auch ganz gute Fortschritte gemacht, wenn wir das so durchziehen bis zum Ende. Gut, dann verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage grüß euch und tüdelü.